3. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Es heißt Contagion mit dem Blub am Start. Hallo. Ja, also Contagion, was soll man sagen, ist nicht sowas wie DayZ oder andere Spiele. Es ist eher so ein, ja, wie soll man denn sagen, was das für ein Spiel ist? Es ist eigentlich einfach so ein, ich würde es so als Sandbox-Survival einstufen, da es hier ja recht kurzlebige Runden sind. Also man hat ja, ja manchmal, je nachdem wie gut man ist, auf jeden Fall sind wir hier Menschen. Wir können zu Zombies werden, wenn wir gebissen werden. Hier sind Zombies auf der Karte, wir müssen jetzt hier versuchen zu fliehen, weil es gibt hier verschiedene Spielmodis. Zum Beispiel Escape, dass wir zum Beispiel hier auf dem Handy, was ich gerade in der Hand habe, da gibt uns eine Message durch und wir müssen jetzt sozusagen Waffen finden und dann versuchen hier zu entkommen. Und dann kommen immer neue Nachrichten rein und ja, Hauptfaktor ist halt nicht zu sterben. Da gibt es halt auch so Modi, wo man halt Survivor retten muss und die zu einem gewissen Orte hinführen. Ja, bis man es irgendwann geschafft hat. Also wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir schauen einfach mal und ich höre schon. Ja, voll links. Da kommen schon die ersten Zombies, da werden Hallo sagen. Kann ich. Wow. Warte mal, ich knall die mal lieber ab. Ich weiß nicht, ob die respawnen oder nicht. Ich weiß es nicht. Sollen wir schießen? Ja. Ein Kopftreffer bewirken sich, glaube ich, am besten. Ich weiß nicht, wie viel der auf Körper braucht. Was? Ich treffe den eigentlich immer im Kopf. Hier sind noch mehr irgendwo. Und das. Das Krasse an dem Spiel ist halt, die können überall aufkreuzen. Na komm her hier. Ist der tot? Der eine schon, der andere nicht. Wir haben ein bisschen Munition. Was ist das hier? Pocket Light? Pocket Light gefunden. Der ist jetzt irgendwo hingelaufen. Ah, wir sind hier sozusagen in der Polizeistation. Boah, die sind hier von aus allen Ecken kommen die. Ich glaube, der andere ist abgekratzt. Ja, der ist down. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist noch Munition. Brauchst du welche? Wo ist denn hier? Ja, ein bisschen was könnte nicht schaden. Ja, dann weiter geht's auf jeden Fall. Auf jeden Fall Polizeistation, die müssen auf jeden Fall irgendwo. Wow. Irgendwo Munition muss auf jeden Fall sein. Aber da ist gerade der Identifizierungsraum, der Täter. Irgendwo müssten ja auch eigentlich mal bessere Waffen sein, würde ich jetzt mal so denken. Ich hoffe. Close that door behind you. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Ne, wir müssen irgendwo anders lang. Oh, ich kann die Tür zumachen, sehr gut. Mit V kann man schlagen. Aber hier kommt man, glaube ich, nicht weiter. Wir sind im Gefängnis. Da ist ein Schalter, da hinten. Siehst du den? Ja. Ich glaube, den müssen wir irgendwie betätigen. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Die ganzen Knastis hier alle zu Zombies geworden. Ich will gar nicht wissen, wer die Epidemie verbreitet hat hier. Oh, liegt auch Munition. Dann nehme ich die mit. Haben wir eigentlich auch sowas wie ein. Wie ein Hungerbalken oder haben wir nur Leben und Ausdauer? Nur Leben und Ausdauer, das sind die einzigen beiden. Gott sei Dank, ey. Wenn du hier noch Essen und Trinken suchen müsstest, dann. Gut, es wäre natürlich ein Survival-Feeling, was noch cooler wäre, ne? Ich glaube, man kann jetzt hier durch. Ja, man kann hier durch. Ich wage mal gerade einen Blick durchs Fenster. Was? Oh,
Hier bei mir, glaube ich. Jo, hier bei mir. Oh. Warte mal, kann man die Tür aufmachen? Man kann es zwar aufmachen, aber die machen sie wieder zu. So doof. Aua! Oh! Oh Gott! Ja. Ein gezielter Kopftreffer. Die Lampe ist, die Taschenlampe ist ein bisschen hell an gewissen Stellen. Ja, ich benutze sie auch ehrlich gesagt gar nicht. Die reflektiert viel zu stark. Ich schicke nicht nur Uzi, wenn du die mal aufheben magst. Gucke ich mich noch ein bisschen weiter um. Wo? Ach, da hinten. Ich habe so ein Herzrasen. Bist du verletzt? Ich habe mich gerade ein bisschen gestoßen. Oh, ich brauche ein Medikit. Oh Gott. Ja. Alter, ich hätte gerade fast abgedrückt. Oder hat das die nächste? Boah, ey, was ist denn das hier? Sind überall Zombies. Oh, da sind auch Zombies. Oh Gott. Oh Gott, ich werde benebelt. Ich werde gleich zum Zombie. Was? Nein, ich werde zum Zombie. Ah, ne, ernsthaft? Ja. Also, wir haben nur mal angetestet. Ich habe aber wirklich jetzt großartig was gemacht, haben wir nicht. Hier liegt noch Munition, aber ich glaube, die solltest du lieber aufheben. Oh Gott, nein, ich will nicht zum Zombie werden. Warum? Ich bin nur ein Kratzer. Ja, Spaß hier auf der oder? Oh, ich bin Zombie. Nein! Nein! Ja. Jetzt könnte ich theoretisch den Blub auffressen. Folg einfach mal den Schüssen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich verbarrikadiere mich hier. So einfach nicht. Also wir wissen auf jeden Fall nicht, wie es ist, wenn ich jetzt ihn zum Beispiel jetzt töten würde als Zombie. Was dann passiert, aber ich will gar nicht mehr, wo geht's denn hier lang? Also ich denke mal, wenn ich sterbe, ist die Runde vorbei. Gehe ich jetzt mal von aus. Ein bisschen doof ist das ja. Oh! Da läuft er weg. Ja. Ich will mich da nur umgucken hier. Ja, wir gucken mal. Wo sind die anderen Zombies? Ich habe jetzt 15 Follower. Also mit R, hier oben hat man jetzt als Zombie zum Beispiel ein paar Comments, die man machen kann. R ist zum Beispiel, dass man jetzt die Zombies zu sich ruft und die folgen einen dann. Blend ist halt, dass du dich halt sozusagen unsichtbar machst, in dem Sinne, dass du dich sozusagen wie die ganzen, hier kann ich mal kurz zeigen. Jetzt bewege ich mich ganz normal, wie so ein Zombie halt, und das fällt halt für den normalen Spielern halt schwer zu entscheiden, ob ich jetzt ein richtiger Zombie, also ob ich ein echter Zombie bin oder halt ein Spieler. Und V ist Comment, also ich kann die Zombies, glaube ich, rufen und zeigen, wo sie hin sollen. Tja. Toll, bist du jetzt? Mir ist gerade was eingefallen. Ich versuche mal, wo war denn das nochmal? Genau hier. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber. Oh, hier schießt jemand. Ich glaub's ja. Naja, das funktioniert nicht. Ich habe gerade versucht, diesen Knopf, den wir gesehen haben, ob ich den vielleicht mit einer Pistole anschießen kann. Hm. Hier ist aber ein Dings, ne? Eine Tastatur, die du anklicken kannst. Also sieht zumindest danach aus.
Warte, ich kann dir den Weg mal kurz zeigen. Dann zeige ich dir mal als freundlicher Zombie, wo du lang gehen musst. Wo bist du? Ich bin gerade bei der beim Spawn, wo du die Glasscheibe zerkloppt hast. Hier bin ich. Komm mit. Ja. Aber nicht töten. Ich bin freundlich. Oh. Na, mal ein bisschen reinfuschen. Ich bin zu fett, ich passe nicht durch. Ja, sehr gut. So. Ich weiß gar nicht, kann ich als Zombie sozusagen dich auch beschützen? Das weiß ich nicht. Warte, komm mal mit. Hier erstmal das hier. Hier die ganze Munition habe ich fallen gelassen. So. Ja, dann haben wir hier die Tastatur. Glaube ich, ob ich fahre. Ach doch. Ich sehe hier. Ach hier. Da, ich weiß nicht, ob du die betätigen kannst hier. Das Ding an der Wand. Also. Oh. Ich hab was gemacht. Ich habe sie betätigt, aber. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt irgendeine Nachricht bekommen hätte. Also es ist nichts irgendwie. Es ist gar nichts passiert, noch nicht mal ein Geräusch. Okay. Weitersuchen. Weitersuchen, weitersuchen. Ich geh mal hier rein. Ja, da kommt manchmal. Ey, das ist ja nicht hier. Und die Türen hier aufgemacht. Hier geht's, glaube ich, weiter. Machen wir mal kurz schnell den Weg frei. Ja, müsstest du, wenn du so freundlich wärst, die Tür aufmacht? Ja. Ah, danke. Ach, jetzt dafür brauchst du den Feuerlöscher. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Das erinnert mich ein bisschen. Wir beide jetzt, ich als Zombie und du als Spieler. Oh, wie das aussieht. Jetzt hier. Du hältst den Feuerlöscher wie eine Knarre. Das habe ich mir fast gedacht. Weißt du, wie heißt denn der Film? Warm Bodies oder so? Wo dann ein Zombie sich in einen Menschen verliebt und der dann als Zombie menschlich wird? Ich kenne nur so ein Spiel, das hat ein gewisser anderer großer deutscher YouTuber mal im Stream gespielt, da war das ungefähr so ähnlich. Was ist das denn hier? Pocket Light. Ah ja. Ja, habe ich auch schon aufgesammelt. Keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach so eine kleine Taschenlampe. Ähnliches Spiel als Zombie? Ja, das war so ein Jump and Run Spiel. Ach, Ben und... Ja, genau das. Ah, ich weiß. Okay, dann weiß ich, was du meinst. ja, wo müssen wir jetzt lang? Oder du? Ich bin ja eigentlich tot. Ne, da geht's nicht weiter. Hast du hier das Feuer ausgemacht? Hast du da irgendwas aktiviert oder so? Hm. Eigentlich müsste es ja hier dann weitergehen. Vielleicht diese Tür hier? Ne, die geht nicht. Was sind wir hier? Oh. Vielleicht muss ich... Oh. Da ist die Tastatur weggepackt. Sehr gut. Da liegt irgendwas. Ah, das ist eine Schere. Nein, ist doch hier. Mal hier dann schöne Bilder. Wanted. Oh, sehr gefährlich. Kleines Kind. Maybe find a key first. Ah, ich muss einen Schlüssel finden. Schlüssel. Der Mutter oder? Sagt, ich brauche einen Schlüssel. Nein, das ist ein Spieler, der will mich töten. Was? Das ist ein dritter Spieler. Geh mal nicht weg. Aber ich bin freundlich. Oh Gott, die wird mich töten. Nein, nicht, nein. Nein.
Verdammt. Nicht töten, nicht töten. Ich kann sie nicht sicher. Töten. Aber sie, nee, sie kann mich töten. Ja, ich habe gerade versucht, sie abzuschießen, aber es geht nicht. Also sie scheint... Oh, es kommt, oh, es kommt ein Vierter. Oh, was ist los? Ach, die sieht so köstlich aus. Ich mal... Soll ich mal dran knabbern? Ja, knabber sie an. Warte, ich hatte, hier ist die Tür. Warte. Hier ist nichts drin. Nee, wir brauchen den Schlüssel für diese andere Tür. Also für diese hier, wo ich gerade vorstehe. Schlüssel? Wow, hier ist noch Munition. Also, die tut mir auch nichts. Ich kann ja auch nichts tun, denn wenn sie mir nichts tut. Mach sie weg. Du willst es doch auch. Was mit der Tür hier? Nein. Da ist ja noch einer. Ja, wir sind schon vier. Lauf! Let's close that door! Oh Gott! Rette mich! Ich verstecke mich einfach hinter dich. Ich mach dich für zu. Er kommt! Lauf! Let's close that door. Yeah. Das soll ich bloß in Ruhe lassen. Nein, du bleibst schön draußen. Was ist denn eine SMS? Was? Was ist eine SMS? Nur auf dein Los B drücken für dein Handy. B? Mhm. Ja, wow. Dass ich einen Schlüssel brauche, das habe ich mir auch schon vorher gedacht. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier weiter, oder? Slam that door behind you. Also die Tür blinkt bei mir auf jeden Fall nicht auf, weil als Zombie habe ich nämlich so ein, dann blinken die Türen nämlich, wenn ich in diesem F-Modus, also diese Vision bin. Aber wo ist die andere hin? Er hat die Tür. Ist die schon durch? Nee. Muss irgendwo hier weitergehen. Da ist der. Gott, wir müssen mal hier. Was, machen wir die Tür auf hier? Die linke? Also hier, wo ich vorstehe? Ja? Stopp! Stopp! Hier! Achso. Da, wo der herkam, ja? Genau, lass mal hier einfach mal gucken. Obwohl, ach, hier waren wir ja schon. Was ist wohl wieder hier? The keys are over here. Warum kriege ich denn auch, wann kriege ich denn auch so ein SMS? Bin tot, ey. Auch cool, ich bin zwar tot, aber ich habe ja trotzdem das Handy in der Tasche. Also das ist schon, logisch, ja. The keys over here. Ja, wo ist denn hier? Ach, da hinten. Siehst du den? Ich bin gerade bei der Eulen. Ja. Wir machen hier gerade ein paar Kunden weg. Weil das ist genauso schlecht wie ich. Hm. Was seid ihr denn? Wir sind den Gang weitergerannt. Ach da. Schlägerei! Nein. Ich kann da keinen Schaden bei denen machen. Schade, ey. Jetzt nimm doch nicht deinen Bogen raus, Mädel. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Das bringt irgendwie alles nichts, was ich hier mache. Was möchte ich gegen diesen Zombie hier? Den Squad-Typen, der braucht richtig viel, der braucht richtig viel Munition. Oh, es sind schon sechs Leute. Ah.
Ich kann gerne wissen, wie man sich zurückverwandeln kann oder das aufhalten. Boah, es ist groß hier. Hat mich gerade peinlich. Ich glaube, ich wurde gerade peinlich. Echt? Ich habe noch einen einzigen Schuss. Okay, ich glaube, die ist jetzt aggressiv, die will mich jetzt töten. Ich habe einen mächtigen Feuerlöscher. Oh, hier sind die Schüsse. Wie, mein Inventar ist voll. Wie kann ich was wegwerfen? Vor mir liegen die Schüsse. Gute Frage. Habe ich ein Inventar? Kann ich vielleicht mit E... Mit G wirfst du, glaube ich, alles weg. Das ist egal. Alles klar, ich hab die Schüsse. Macht's gut, ihr Lutscher. Tschüss. Nimm ich Schuckepack mit. Wie, das sind nicht die richtigen. Willst du mich verarschen? Mach die scheiß Tür auf. Das gibt's doch nicht. Ah. Ja, komm. Hä? The key is finding a key. Oh, das Leben als Zombie ist schon echt langweilig, du. Baue ich jetzt auch noch raus? Can't get through a locked door. Ich glaube, du musst mich jetzt töten, dann machen wir nochmal neu. Ich habe keine Muni mehr. Ich kann niemanden töten. Ich habe nur den Schlüssel, aber der ist irgendwie für eine andere Tür. Oder du tötest mich, dann ist es auch vorbei. Also für uns dann jedenfalls und dann beenden wir halt. Mhm. Komm, er gibt mir jetzt einen Kopfschuss, oder? Ey, die ignorieren mich komplett. Ey, die wissen. Warte mal, ich versuch mal was. Ja, ich schließe dich auf, ja. Machen wir nochmal. Stell ich mal genau vor mich. Ja, Moment. Okay, ich dachte gerade, wollen wir mal stehen? Versuch mal was. Ich warte, ich muss hinten an den Rücken. Jetzt, warte, was ist denn jetzt da? Alter! Hast du Schaden verloren? Ja. Ich spüre die Macht meines Schlüssels. Aua! Hilfe! Du willst Verstärkung. Ich zeig jetzt mit dem Finger auf dich. Geht's überhaupt? Nee. Schade. Aber du siehst eigentlich mich ja ganz normal als... Oh, er greift dich an. Sorry. Was? Ich war's nicht. Na, mach mal Bescheid, wenn du ein Zombie wirst. Also bei mir passiert gar nichts. Wird der Bildschirm nicht ein bisschen grauer oder so? Ja, komm hier, töte mich, friss mich auf. Ja, schlag ihn. Oh, ich hab mal ein Achievement bekommen. Du bist jetzt komplett tot? Jetzt bin ich ein Zombie. Ah. Okay, jetzt ist die Runde vorbei. Alle gestorben, oder? Ja. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir, definitiv nicht einmal getroffen werden dürfen. Jetzt sind wir theoretisch zu viert. Wenn die drinnen bleiben, wäre auf jeden Fall super nice. Du bist wieder da? Ich bin wieder da, ja. Ah, du bist jetzt eine heiße Lady, bist du?